Hallo liebe Bitschi-Freunde. So, wir sind abfahrbereit. Wir fahren jetzt nach Rövershagen zum Karls-Erlebnisdorf. Wir waren noch nie da. Bei uns in Oberhausen soll ja auch eins gebaut werden, schon seit Jahren. Aber irgendwie kommen die da nicht in eine Pütte. Und da wir jetzt ja hier oben in Rostock sind, fahren wir jetzt mal in dieses große Erlebnisdorf. Wir haben gestern schon Tickets gekauft. Gab es in der App 25% Rabatt. Wir zahlen jetzt 17,50 Euro pro Person. Alle ab 90 cm und 2 Jahre plus müssen halt diese 17,50 Euro bezahlen. Eintritt ist sonst auch frei. Aber wer Attraktion fahren möchte, ja, zahlt er dann eben diese Pauschale oder wir haben es halt eben gemacht. Man kann auch, glaube ich, jede Attraktion einzeln bezahlen. In manchen Lebensdörfern zum Beispiel, aber hier wohl nicht. Also haben wir jetzt das Tagesticket gekauft und ja, was wir da so erleben, das zeigen wir euch jetzt und dann nehmen wir euch jetzt einfach mal mit hin. Viel Spaß! Da sind wir auch schon angekommen. In Karls Erlebnishof. Wir können schon hier die Erdbeerachterbahn sehen. Da. Und hier ist, glaube ich, diese Bienen. Und da ist der Eingang. Und da ist noch ein riesiger großer Rutschturm. Und wir haben gesehen, hier gibt es Stellplätze. Da hinten gibt es auch noch eine große Wiese. Und das kostet hier 10 Euro die Nacht, wenn ihr mit eurem Wohnmobil oder mit eurem Camper kommt und könnt euch hier hinstellen. Richtig cool. So, wir haben unser Ticket gestern ja schon gekauft. Wir gehen jetzt mal rein und dann geht es mal weiter hier. Hier ist die Popcorn- und Eismanufaktur. Hier läuft schon das Popcorn ohne Ende raus. Also ihr könnt jetzt erstmal Erdbeeren kaufen und Blumen ohne Ende. Aber wir gehen mal weiter hier geradeaus rein. Sieht schon ganz cool aus hier, ne? Erlebnisdorf, da ist das Eiscafé mit der Popcorn-Manufaktur. Aber da gehen wir jetzt erstmal rein und schauen, was da so drin ist. So, ihr habt dann nochmal eine Übersicht, was es alles gibt. Richtig viel, also rein da. Und hier sind die Kaffeekannen aus dem Weltrekord direkt im Eingangsbereich. Boah, guck mal, wie hoch. Alles voll Kaffeekannen. Mega. Und hier schon direkt der Einkaufsladen. Also Leute, Marmelade im Überfluss hier. Also wirklich Marmelade im Überfluss. Marmelade. Heidelbeermarmelade. Noch mehr Marmelade. Erdbeer-Banane, 3,66 das Glas. Also hier bist du erstmal totgeschlagen mit den Eindrücken schon. Also hier ist Keksmanufaktur. Und hier kriegst du ganz viel Merchandise, natürlich alles mit Erdbeer gebrandet. Also ich finde ja diese Erdbeertässchen ziemlich geil, ne? 7,95. Schon ziemlich cool. Alles voll Erdbeeren. Allen Variationen, Erdbeeren, 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 Erdbeeren. So, Bonbon-Manufaktur. Und hier sind schon die ersten Fahrgeschäfte und noch mehr Kaffeetassen. Da oben fährt auf jeden Fall eine Achterbahn. Wo immer die auch gerade fährt, ich habe die gerade schon gesehen. Da gehen wir jetzt mal gucken. So, wir haben unsere Tickets getauscht jetzt gegen solche Armbändchen hier so. Damit können wir jetzt alles fahren und jetzt gehen wir in die Eiswelt und da brauchen wir so Ponchos. Da könnte es echt kalt werden. Gehen wir jetzt mal gucken, was da so los ist. Also da gibt es die Ponchos und dann gehen wir jetzt hier diesen langen Weg entlang mit ganz vielen Bildern, mit irgendwelchen Eisfiguren. Jetzt gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ach, das sind Eisskulpturen alles auf den Fotos. Ein riesiges Mammut. Oh, das sieht sehr geil aus. Elvis. Ja, das wird sicherlich geil. Gucken wir jetzt mal. Also das ist gigantisch, Leute. Also guckt euch das einfach an. Alles aus Eis gemacht. Da ist eine Biene. Hier die ganzen Märchen. Rotkäppchen. Also wirklich der Hammer, was die hier gemacht haben. Und es ist schön kalt. Wir hätten doch einen Poncho anziehen sollen. Aber toll. Also wirklich richtig, richtig toll. Wir können jetzt also die ganzen Attraktionen hier fahren und die ersten hier drin haben jetzt schon auf, die restlichen machen gegen 10 Uhr auf. Also wirklich super. Der Papa hat wieder eine Rutsche gefunden, Leute. Guck mal hier. Eine Eisrutsche.
Die nehmen wir jetzt erstmal, ne? So, ich sitze, könnte eng werden mit dem Kopf, aber wir testen das. Alter, ist sie schnell, ist sie schnell. Die ist so schnell, die ist so schnell. Das ist voll geil. Können den ganzen Tag machen. Kinderparadies für den Papa. Guck mal, da ist noch eine Rutsche. Nur noch ein bisschen höher. Da wollen wir die jetzt auch noch mal testen, oder? Schnappen uns jetzt mal schnell hier so ein Ding. So, dann rennen wir mal schnell nach oben, ne? Ja, willst du mit mir rutschen? So, also Treppe hoch hier. Oh ja, welche nehmen wir denn? Ach, wir nehmen mal die hier, ne? Jetzt muss der alte Mann erstmal hier runterkommen. Oh. So, da sitzen wir. Leute, auf geht's. Alter, die ist ja noch schneller. Mega. Also, hat sich jetzt schon gelohnt. Fahrt auf jeden Fall ins Karl-Erlebnis-Dorf. Jetzt sind wir im Erlebnisdorf. Da ist schon die Erdbeerachterbahn. Da sind die Bienchen. Macht um 10 Uhr hier alles auf. Da können wir mal eine Runde fahren. Da ist ein riesiger Klettergarten. Ist richtig cool. Auch mega gepflegt. Und ja, mal gucken, was jetzt hier so zu bestaunen gibt, was wir fahren können und was nicht. Also wie gesagt, da ist die Achterbahn. Macht alles um 10 Uhr auf. So, jetzt fahren wir mal eine Runde fliegenden Kuhstall. Der ist direkt da. Mal gespannt, was das ist. Rekord habe ich nicht gebrochen. Tagesrekord ist 45 und ich habe 21, also das schaffe ich noch. So, jetzt sind wir in der Feldbahn drin. Sogar, guck mal, der Hund darf mit. Der Hund darf mit in die Feldbahn. Mega. Lach doch mal, Sarah. Jetzt sind wir Pfannkuchen essen. Ich habe mir einen Apfelpfannkuchen genommen und Henry hat einen, was hast du genommen? Den da in der Ecke. Aber den da in der Ecke, mit Schoko und Marshmallows, glaube ich. Ja, wir gucken mal, sobald das gleich bimmelt, wir haben hier so ein tolles Teilchen gekriegt, ne? Und wenn das bimmelt, dann ist unser Essen fertig. Wenn das Brrr macht, ne? Gut, dann ist das Essen fertig. Dann gibt es gleich mal ein Video von den Pfannkuchen. Ich muss euch das jetzt nochmal zeigen. So, guck mal. Der ist mit Apfelmus, der ist mit Marshmallows und Sarah hat einen mit Spiegelei und Speck und was weiß ich, was Herzhaftes.
Also richtig cool, eine Capri-Sonne gab es auch noch und hat gekostet alles zusammen 32 Euro. So, jetzt gehen wir mal eine Runde in den Schuppen. Da ist auch der Zugang zum Aquarium. Und der so, jetzt geht's runter ins Aquarium. Ist auch alles inkludiert in der Tageskarte. Jetzt schauen wir mal. Henry will eine Runde Trecker fahren. Also gehen wir jetzt auf die Traktorfarm. Die ist hier. Traktorfarm, Traktorbahn. Also ist eine richtig rasante Heißluftfahrt hier. Da ist der Kuhstall, der fliegt auch gerade wieder, da muss ich auch noch drauf, da war ich auch noch nicht drauf. Und jetzt versucht der Henry uns mal hier durchzufahren, also das ist schon echt lustig. So, ihr Lieben, das war unser Ausflug hier nach Rövershagen ins Karl-Erlebnisdorf und wir haben auch ganz viel eingekauft. Und was wir genau eingekauft haben, zeige ich euch jetzt gleich im Beachy. Also auf zum Beachy. Da sind wir auch schon zurück im Beachy. So geil, dass es bei YouTube immer so schnell geht. Zack, bist du da, ne? So, also wir sind zurück von Karls Erlebnishof, war richtig cool. Und wir haben auch eingekauft und ich wollte euch ja zeigen, was wir eingekauft haben. So, dann drehen wir das Ding jetzt mal. Und so, also wir haben Aioli-Dip gekauft. Da macht man 4 Teelöffel Aioli-Dip mit etwas heißem Wasser 20 Minuten ziehen lassen und dann mit 3 Esslöffel Mayonnaise verrühren. Und dann hat man Aioli. Kostet ja 6,95 oder 5,95, ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch keinen Kassenbon mehr. So, das haben wir gekauft. Dann haben wir eine Wild Bee-Tasse gekauft, war runtergesetzt auf 3 Euro von 8. Ist eine große Emaille-Tasse. Die haben ja auch Emaille-Werke da. Und dann kann man schön machen. Und dann haben wir eine B-Sweet-Tasse gekauft. Hier steht zwar 8 Euro drunter. Gab es auch für 3 Euro. Dann haben wir so ein Glas gekauft für eine Kerze. Ein bisschen Deko muss aus sein. Ibiza meets Ostsee. Auch runtergesetzt auf 3 Euro. Die kleinen, die gab es noch in klein. Ohne Ibiza meets Ostsee. Kosteten auch 3 Euro, aber wir haben deshalb die große genommen. Und dann haben wir gekauft, jetzt muss ich mal überlegen, ja, Erdbeerpunsch, alkoholfrei. Das wollen wir nochmal austesten, die Tage, wie das ganze Ding schmeckt. Und dann haben wir noch gekauft Erdbeerwein. Da sind wir auch schon gespannt, wie das Ganze schmeckt. Und ja, wir haben noch was gekauft. Moment. So, natürlich haben wir auch Erdbeermarmelade gekauft. Kostet ein Glas a 420 Gramm. Normalerweise 4,50 Euro. Wenn man 3 Gläser kauft, kostet ein Glas 3,66. Also wir haben einmal ganz normale Erdbeermarmelade gekauft, Erdbeertraum. Dann Erdbeermaracuja-Traum. Und eine Fansorte, Erdbeerbanane. Ich bin gespannt, wie das ganze Zeug schmeckt. Ja, und das war es jetzt auch im Video. Wir sind von Karls wieder da. Der Hof war echt cool. Gibt es auch viel zu gucken, gibt natürlich auch viel zu kaufen. Also es waren ja Souvenirläden ohne Ende dort. Aber gut,
es ist wie es ist. Ne? Es hat Spaß gemacht. Wir konnten überall mitfahren. Fahrpreise so, diese Trecker, die wir da gefahren sind, die kosten regulär 3,50 Euro. Ja, das lohnt sich vielleicht. Also es lohnt sich schon, wenn ihr in der App euch das Ticket kauft für 17,50 und da könnt ihr dann auf jeden Fall so viel fahren, wie ihr wollt. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wetter war super. Wind war natürlich nur eiskalt hier oben an der Ostsee. Aber im Großen und Ganzen hat das richtig doll Spaß gemacht. Können wir jedem empfehlen, der hier oben ist, dort einfach mal vorbeizufahren. Ist auch wirklich ist richtig groß. Also es gibt genug für alle. Gibt auch was für Erwachsene. Also macht auf jeden Fall riesig Spaß. So. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen um einen Daumen nach oben, ein Abo bei YouTube, Instagram, Facebook und ganz neu TikTok. Da findet ihr uns überall unter Let's Go Beachy. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Da fahren wir dann mit der Molly-Lok von Kühlungsborn nach Bad Doberan. Das ist diese Kleinspurbahn, die Dampfbahn. Und das haben wir vor 2 Jahren schon mal gemacht. Da haben wir aber noch kein YouTube gemacht. Vor 3 Jahren haben wir es, glaube ich, sogar gemacht. Ist auch egal. Auf jeden Fall nehmen wir euch damit hin. Das ist richtig cool. Dann gucken wir uns mal ein bisschen Bad Doberan an. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Cheerio! Und hier, Team Entchen.